Hey! Juschi, Junge! Tusche! Alles gut, mein Kinder? Das ist ja schön. Bist du auf dem Weg gewesen? Na klar. Und kriegst mal rein, wa? Natürlich. Ich hab gehört, das mit dem Rücken. Ja, stimmt. Oh Mensch, und? Ist besser? Ja, ich habe heute ein paar Spritzen gekriegt. Bandscheibenvorfall. Ach du Scheiße. Aber dass es einigermaßen wird. Alter Mann, faules Schwein, Kilo zugenommen. Ja. Hat ja aber gesagt. Aber der Dicke kommt. Aber nur ein halbes. Ja, ja. Ach, ist ja gut, dass du die Tür noch mal ein bisschen breiter gemacht hast. Sonst wird es enge. Ja, was sagst du so? Dein fast Lieblingsfußballclub. Du hast ja 9 jetzt, aber hast du das Spiel gesehen oder hast du auf der Trainerbank gesessen? Nee, ich habe auf der Trainerbank gesessen. Und haben ja gegen die aus Hohenschönhausen gespielt. Ja. Den haben wir mal wieder in der verbraten. Ja. 4-1 gewonnen. Ja. Hab danach natürlich verfolgt. Und ein Punkt geholt, ist doch super. Super, jetzt sind wir angekommen und jetzt geht's weiter am Wochenende. Jetzt hauen wir am Wochenende Dortmund weg und dann geht es. Das wäre fantastisch. Ja, gegen Dortmund haben wir da immer eine Chance, oder? Natürlich. Wir haben ja noch nie so richtig verloren gegen die. Stimmt, einmal Elfmeterschießen, einmal 120. Nee, immer war 120, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, immer 120. Wahrscheinlich, ich habe in Dortmund... Wahrscheinlich warst du, hier schon gelegen, besoffen. Nee, ich war in Dortmund, und, beide Male hast in dich mitgekriegt. Stimmt, du hast recht, aber wir hatten die Chance, das vorher klar zu machen. Hast recht. Mal. Du hast gut. Recht, also ein Punkt ist durchaus drin. Tusche, willst du was trinken? Du darfst bestimmt kein Bier trinken. Ich darf leider kein Bier trinken, ich zitter schon. Wir hätten so ein schönes Berliner Pilsner. Aber letzte Woche war ja Stuffi da. Ja. Dem halt ein weißes Bier gemacht. Dann, nehme ich das auch. Ja. Ich habe gehört, Stuffi war da selbst davon besoffen. Ja, du, der braucht ja nicht viel. Deswegen ja. Was sagst du denn so? Ich bin, du hast es ja nur selber alle durch, du hast ja selber Bundesliga gespielt. Holen sie sich die Chance über ihren Kader oder sind sie irgendwann wirklich angekommen und sind dann auch mal clever? Vielleicht haben sie da so ein bisschen die Hosen voll. Legt sich das? Weißt, du ja, weißt das ja von dir. Also ich glaube schon, dass sie das legen, oder das ist auch ein Prozess. Ja. Viele haben noch nicht Bundesliga gespielt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das wird viele Neuland. Das ist alles noch ein Tick schneller. Individuell hat man gerade gegen Leipzig gesehen, was sie für eine brutale Qualität haben, ja, nach vorne vor allen Dingen, was für ein Tempo. Ja, da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Aber ey, wie gesagt, jetzt haben wir einen Punkt geholt in Augsburg. Ja, jetzt kommt Dortmund, erwartet sowieso niemand was. Ja, aber warum sollst du auch gegen die? Kannst du sowas holen, definitiv. Ja. Und da wird sowieso das Stadion brennen. Aber ich meine, für jeden, der jetzt im Kader ist, ist doch geil, Bundesliga. Ja. Also, ey, annehmen, Freude haben, das ist das Wichtigste. Naja, das letztes Jahr hat Augsburg, glaube ich, mit 32 oben geblieben. Ich sag dir, die letzten Jahre braucht es ja nicht viel, das ist das Gute. Ja? Vielleicht reichen die ja auch wieder 30. Also du denkst, wir sind dabei und nächstes natürlich, Jahr. Natürlich, immer positiv. Ja? Also wichtig ist, dass man aus den Fehlern, die man macht in den Spielen, lernt. Ja? Dann mit den Ergebnissen, die man dann holt, dann selbstbewusster wird. Ja? Und dann mit breiter Brust, egal ob zu Hause oder auswärts, auftreten und dann. Ja, versuchen die Punkte zu holen. Ich glaube, wir schaffen das. Wir kriegen da irgendwie ganz dicke Eier, der Verein, und dann ziehen wir da durch. Was tippst du denn? Ich habe mir was vorbereitet, Tusche. Dann gib mir mal. Ihr gibt einen schönen Deckel. Ja. Und jetzt kriegst du noch einen schönen Stift. Fantastisch. Also ich mach mal so. Sehr gut. Hast du schon gesehen, was ich getippt habe? Nee. Was hast denn du getippt? Und das ist nicht abgesprochen. Nee, sowieso nicht. Das ist ganz wichtig. Also, Tusche und Yoshi 2-2, gucken wir uns an. Und wenn das kommt, wenn ich den Rücken mehr habe, und dann hauen wir es mal richtig einen rein. Das machen wir. Vielen Dank, McKenna. Du musst los. Ich lasse das stehen, kann der nächste Gast austrinken. Hat er wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen herb ist, aber egal. Macht nichts. Tusche, schön. Wir sehen uns. Schön, dass du da warst. Ciao, ciao. Aloha, mein Lieber. Jo. Häng los.